Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1, immer noch. Das Spiel zieht sich ja indirekt, also es zieht sich nicht indirekt, es zieht sich wirklich ein bisschen durch die mehreren Cups. Ich könnte natürlich aufhören, aber ich möchte irgendwie das alles komplett zeigen, bisschen besser aus selber fahren. Ich meine, das Spiel ist ja jetzt auch nicht schlecht oder so. Alle habe ich dann getroffen, leider. Diesmal habe ich die Kurve ganz gut bekommen. Zweimal springen ist, glaube ich, nicht so gut. Man bremst ja auch beim Springen. Das habe ich jetzt bestimmt schon mehrmals gesagt, aber ich erwähne es trotzdem immer gerne. Ja. Die Strecke ist auch genau anspruchsvoll, war das, was ich vorhin gesucht habe, das Wort. Oh, ich habe sie getroffen. Anspruchsvoll, genau. Was habe ich denn vorhin gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also, was heißt vorhin? Letzte Folge, aber für mich ist es vorhin. Die anderen haben auch 150er Cards, oder? Das kommt mir teilweise nämlich nicht so vor. Ich finde es schade, dass ich den Charakter nicht mal wechseln kann. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Pac-Man oder so, aber ich hätte gern auch mit jemand anderem gefahren. Man muss ja auch bedenken, dass jeder Charakter unterschiedliche Stärken hat, also Werte. Das ist ja so wie in den normalen Mario Kart, beziehungsweise ab Mario Kart 7, glaube ich. Also, es gab schon länger, dass man für gewisse Leute nur gewisse Cards auswählen konnte. Aber ich meine jetzt wirklich, wo die Leute unterschiedliche Werte haben bei gleichen Autos, das meine ich. Oder ich bin einfach nur uninformiert, das kann auch sein. Und da habe ich mich diesmal selber in die Luft gesprengt. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, dass es geht, oder zumindest gedacht, dass es geht, und jetzt habe ich den Beweis, es geht ja. Nein, Wario, du gehst weg. Schön drüber springen. Oh nein. Ah, zum Glück, ich glaube, er hätte mich bekommen, wenn ich jetzt nicht den Schutz gehabt hätte, oder? Also mir kam es so vor, als hätte er angefangen zu schlagen. Was war das? Aber ich habe ein paar erwischt. Das ist jetzt schon diesmal deutlich schwieriger, weil es auch eine schwierigere Strecke ist. Warum sitzt er das Ding nicht ein? Das nervt mich. Du da, Wario, hör auf damit. Zack, zack. Was soll das, Peach? Ja, die letzten beiden haben wir einfach totalen Abstand zu den ersten. Ist ja auch cool, wenn es mal einen neuen Charakter gäbe, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Das war's schon mit dem Bananen-Ruins. Okay. Klingt ziemlich komisch. Also, der Name klingt ziemlich komisch. Aber jetzt geht's ja wieder in DK-Jungle oder DK-Jungle. Runde 3, genau. Ach, jetzt regnet's wieder. Da könnte das mit dem 150er vielleicht sogar ein bisschen komplizierter werden. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier aus jeder Kurve fliege. Aber es wird sich jetzt genau jetzt zeigen. Ja, genau. Genau das meinte ich.
Ich glaube, da ist es eine gute Möglichkeit, so wie ich das hier gerade gemacht habe. Direkt nochmal, oder? Bitte, bitte. Ach man. Zack. Und zack. Ne, es war zu spät. Es war zu spät, aber ich bin immer noch Erster. Hä? Wo kam er denn? Also wo kommt er her, besser gesagt? Nein. Bitte, warum? Und da habe ich direkt zwei bekommen. Aber wenn das hier so regnet, muss ich doch bestimmt eine ziemlich hohe Bitrate einstellen, oder? Das kann lange dauern. Das kann lange dauern, aber trotzdem muss ich hier mich anstrengen. Zack, Schutzschild und Erster, nice. Ich finde es lustig, wie er dann immer am Ende ganz außen driftet und dann einfach gar nichts mehr auf die Reihe bekommt. Wieso gewinne ich eigentlich die dreifache Banane, wenn ich die dann nicht verwenden kann? Ist das irgendwie sinnlos? Kann man die Items wechseln oder wie? Habe ich was verpasst? Ja, hätte ich jetzt direkt mal ausprobieren können, aber... ja, das wird so anspruchsvoll. Jetzt habe ich das Wort, gewesen, genau. Ist eigentlich genau das... Okay, das wäre doof gewesen, hätte ich ihn damit jetzt getroffen, hätte ich mich jetzt selbst in die Luft gesprengt. Ich habe gerade schon wieder vergessen, wie sich das andere Lied überhaupt angehört hatte. Hatte, keine Ahnung. Das vorhin kam bei, also vor, ich sage mal vorhin, dabei ist ja letzte Folge gewesen. Bei dem letzten Cup zumindest, beim Mario Cup. War das das gleiche oder dasselbe, keine Ahnung. Ich glaube, in dem Fall könnte es sogar dasselbe sein. Wenn es dasselbe ist. Ich kann gerade nicht genau... Ey, ich sollte kurz Luft holen. Ich kann gerade nicht genau sagen, wie das Lied klang. Was macht er denn da? Er springt nicht. Warum springt er manchmal nicht, wenn ich versuche zu driften? Vielleicht, weil ich das so mache? Aber das ist doch schlecht so. Das kann sein. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich den Knopf gedrückt habe. Schon wieder. Bitte lass mich durch, ich muss hier durch. Danke. Vergiss es. Nein, 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 bitte. Ach, Mann. Was war das denn? Das gibt's doch nicht. Und dann passiert mir sowas und dann mache ich sowas. Wobei ich damit die Guten jetzt zurückgeschlagen habe. Ich glaube, das war mehr oder weniger gut. Bitte, 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 bitte. Nein! Was passiert? Nein! Nein! Ja, sicher! Das ist ja nicht euer Ernst! Oh Mann, nein! Nein, 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 nein. Ja, ja. Yes. Der wievielte Versuch war das jetzt? Der vierte, glaube ich. Na toll. Am Anfang lief es ganz gut und dann passiert sowas. So. Was muss ich nochmal drücken? Genau. Das war's mit der sehr tollen Folge von...
Mario Kart Arcade GP und dann tschüss.